Knapp, knapper Rio de Janeiro. Das ganze Jahr knallt die Sonne und das Thermometer geht selten unter 25 Grad. Der Traum aller Männer, denn die Bikini-Saison endet nie. Frauen sind das Schönste auf der Welt, besonders hier am Strand. Für den Anblick brauche ich eine Sonnenbrille. Die beiden Austauschstudentinnen Jule und Angelika wollen die Ehre der deutschen Bikinis verteidigen. Ist Brasilien wirklich schöner am Strand? Was kommt bei Frauen und Männern am besten an? Deutschland oder Brasilien? Schau mal, mega bunt und typisch brasilianisch mit der gerafften Naht hier. Also es macht einen ganz schönen Po. Ich habe hier eher so die richtig typisch deutschen Kartoffelbikinis dabei, die alles schön bedecken. Für die Bikini-Olympiade gibt's auch eine Jury. Tim, Jacopo und Alexis. Für die drei ist auch Bikini bewerten eine Art Ballsport. Brasilianische Bikinis zeigen sehr viel mehr, deswegen finde ich sie besser. Ich finde die brasilianischen Bikinis manchmal ein bisschen zu viel hier. Also ich muss sagen, manchmal ist ein bisschen mehr auch mehr. Deutschland gegen Brasilien, das Duell. Viel Stoff gegen viel Farbe. Sollen wir mal anziehen gehen? Los geht's. Die Klassiker der ersten Runde. Angelika trägt einen brasilianischen Triangel. Jule den meistgekauften Bikini in Deutschland, den Bandeau-Bikini. Was sagst du der deutschen Kartoffel? Ich finde die Farbe mega geil. Also ich habe es mir schon echt gedacht, dass es auf dunkler Haut gut aussieht. Aber hier zum Beispiel finde ich es nicht so gut, dass es einschneidet. Ja. Weil man kann die Größe jetzt nicht anpassen, wie zum Beispiel bei solchen. Ich glaube, dass ihr Bikini bei den Jungs am Strand besser ankommen wird, weil er einfach viel sexier und viel gewagter ist. Wer wagt, gewinnt. Ob das die Jungs auch so sehen? Als Jury entscheiden sie, welcher Dress das Rennen macht. So Jungs, wisst ihr jetzt schon, welcher der brasilianische Bikini ist? Ich glaube der. Ich glaube auch. Und welcher von den Bikinis gefällt euch denn jetzt besser und warum gefällt er euch besser? Ich bevorzuge den brasilianischen, weil er weniger Stoff hat. Mir gefällt der brasilianische besser, der ist farbenfroher und kleiner. Also ich finde, der brasilianische ist halt zu freizügig. Man sieht zu viel einfach. Nach der ersten Runde von unserem Bikini-Test steht es jetzt 1:0 für Brasilien. Runde 2. Für einen trendigen Mix-and-Match stellen sich die beiden einen Dress aus verschiedenen Bikinis zusammen. Deutschland zeigt zwar wieder deutlich weniger Haut, ist aber nicht weniger farbenfroh. Ich bin so verliebt in diese Farbe. Ich finde, das schaut mega geil aus. Sowas würde ich niemals zum Strand anziehen. Ich finde das hier mega cool mit diesen Strippen hier. Ist ja natürlich blöd wegen dem Abdruck, ne? Genau. Doch genau darauf stehen Brasilianerinnen. Weiße Bikinilinien, die ungebräunt bleiben, sind Trend. Die deutschen Frauen hingegen versuchen sich so zu sonnen, dass die Bräune möglichst gleichmäßig wird. Und was sagt die Jury? Mir gefällt der rechte, der hat einen anderen Style. Also diese Runde hat jetzt ganz klar der deutsche Bikini gewonnen und es steht jetzt 1:1 nach der zweiten Runde. Als nächstes testen beide einen sportlichen Neckholder, der gleiche Trend in zwei verschiedenen Looks. Also den brasilianischen finde ich vom Oberteil her auf jeden Fall irgendwie echt flippig. Ich finde den deutschen Bikini jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Der ist mir viel zu schlicht. Viel zu viele Fussel und Fransen und es sieht aus wie ein Vorhang. Was mögen die Jungs lieber, knallig und knapp oder schlicht mit Fransen? Für sie ist sofort klar, welcher Teeny-Weeny-Strand-Bikini der brasilianische ist. Der da ist aus Brasilien, der ist bunter und etwas schmaler. Ich bevorzuge den brasilianischen, der ist gut und wirklich klein. Ich bevorzuge den deutschen, den schwarzen. Ich finde den deutschen auch besser. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der Oma-Bikini gewinnt, gell? Hätte ich auch niemals gedacht. Ich bin da total hässlich. Nach der dritten Runde steht es 2:1 für Deutschland. Wird das der erste Medaillenregen? In der letzten Runde fällt Deutschland knapper aus. Angelika trägt einen in Brasilien trendigen Monokini. Was sagst du zu meinem brasilianischen Badeanzug? Also ich finde jetzt, wo du ihn anhast, echt gar nicht so schlecht. Also ich finde das total schön, dass es hier vorgeformtes Körbchen ist. Das macht eine sehr schöne Oberweite, finde ich. Und was sagst du zu meinem deutschen Bikini? Ja, geil. Diesmal finde ich die Pflanzen auch ganz passend. Die machen das alles noch mal ein bisschen peppiger.
Im Finale haben die Mädels keinen klaren Favoriten, also haben sie die Qual der Wahl. Die Jungsjury entscheidet nun über Sieg und Niederlage. So Jungs, jetzt geht's um die Wurst. Die letzte Entscheidung naht. Es steht bereits 2:1 für Deutschland. Welcher gefällt euch jetzt am besten? Mir gefällt der besser. Der andere erinnert mich an meine Mutter. Ich finde den brasilianischen besser, weil erinnert mich an Fruchtsalat und es passt einfach hier hin. Nun hängt alles von Alexis' Entscheidung ab. Kann Brasilien noch einmal ausgleichen oder schnappt sich Deutschland endgültig die Bikini-Goldmedaille? Ihr müsst euch noch mal umdrehen. Nur für den Fall? Ja, es ist der rechte. Das Endergebnis steht jetzt fest. Und zwar mit 3:1 für Deutschland. Mehr ist manchmal eben doch mehr ein Überraschungssieg für unsere heimische Bademode im großen Bikini-Battle der Nationen.